Jo, meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Pikus, und ich heiße euch herzlich willkommen hier zurück zu Frostpunk in unserer schönen kleinen Stadt hier. Ist ganz niedlich aufgebaut, zumindest bisher. Und wir waren gerade in der Überlegung, wie wir hier mehr Nahrung bekommen, beziehungsweise wir sind jetzt gerade hier in der Entwicklung schon, um mehr Nahrung zu bekommen von unseren kleinen Jagdhütten hier. Und wenigstens schon mal 25 Nahrung bekommen wir momentan. Wenn es draußen ist, verdoppelt sich das Ganze aber, sofern ich das sehe. Oder nee, geht auf 20. Aber werden dann 20 und bei dem anderen wahrscheinlich 15 oder sowas. Ich weiß nicht genau, vielleicht 13. Aber es würde auf jeden Fall schon mal nochmal um 8 oder sowas steigen. Das heißt fast so viel, wie wenn wir noch eine Jagdhütte bauen würden. Was, denke ich, auf jeden Fall eine ganz gute Sache ist. Und hier, wir können uns mal kurz hier die schöne kleine, unseren schönen kleinen Generator hier in der Mitte anschauen. Was machen denn was macht die Wärme? Die ist soweit. Ja, das ist ein bisschen niedrig hier schon, ne? Also es wäre von Vorteil, bald mal die nächste Stufe zu zünden. Problem an der ganzen Geschichte ist momentan. Ist momentan aber noch unsere Kohleherstellung, Kohlerohstoff, wie auch immer, Dingens. Sollten wir auf jeden Fall mal ein bisschen was dran tun. Also jetzt bin ich mal gespannt, bald geht es mit der Arbeit wieder los. Jäger arbeiten bis 6 Uhr. Das heißt, die kommen gleich wieder. Da sind sie, glaube ich, schon, oder? Oder kommen die erst noch? Ich weiß nicht genau, ich sehe es gerade nicht so gut. Aber der Tag ist gleich rum. Wir haben schon mal ein wenig Nahrung bekommen. Ach, die müssen jetzt noch... Ah, okay. Die müssen jetzt noch ein bisschen unterwegs sein, weil sie erst später losgezogen sind. Das sollen sie jetzt aber gerade nicht stören. Frage. Wo können wir ein paar Leute abziehen? Oh, oh. Wetteränderung. Nicht so gut. Okay, das bringt uns jetzt gerade alles nichts. Ich dachte, wir kriegen ein paar Infos zur Wetteränderung. Aber ja, klar, wir haben einfach mal minus 40 Grad. Wir sollten eigentlich jetzt mal ein bisschen hier, also so kalm, nicht da draußen gehen. Ist nicht unbedingt. Es wird jeden Tag kälter. Aber ja, wir machen mal kurz hier, können wir die nächste Dampfstufe haben? Noch nicht erforscht. Nein! Wir müssen die nächste Dampfstufe erforschen. Das ist ja blöde. Das sollten wir dann gleich auf jeden Fall mal machen. Sonst wird den ganzen Leuten hier ganz schön kalt. Ah, Mann, ey. Das hat mir jetzt noch gefehlt hier. Woher sollte ich denn wissen, dass es so Mist gibt? Generatorüberlastung? Sag nicht, dass der kaputt gehen kann oder irgendwie so ein Scheiß. Dann kriege ich hier aber noch einen Rappel. Solange die Leute sich hier noch nicht neue Gesetze wollen, lassen wir es mal eben erstmal. Nichtsdestotrotz. Ah, Mist, ey. Mist, 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 Mist. Wir müssen irgendwo ein paar Leute abziehen. Wir haben keine andere Wahl. Wenigstens 5 Leute auf die Kohle hier noch schicken. Wir haben sonst keine andere Wahl. Wir müssen mehr Kohle produzieren. Ansonsten haben wir hier Schwierigkeiten. Früher oder später. Und wir brauchen endlich unser Stahl. Wir brauchen unsere Forschungsstation. Also nicht Forschungsstation, sondern diese... Wo ist es? Unsere Technologie hier. Die brauchen wir. 35 Stahl.
Ausrüstung für Jäger erforscht. Sehr gut. Zack, wisst ihr, was ihr jetzt erforschen könnt? Heizung, Dampfsendung, Heizkörper. Zack. Los. Los erforschen. Bitte. Wichtige Sache auf jeden Fall. Wir brauchen da auf jeden Fall noch deutlich mehr Stahl. Deutlich, deutlich mehr Stahl. Oh Mann, ey. Ich brauche mehr Arbeiter. Leichte Frostbeulen. Ein Einwohner ist schwer erkrankt. Aha, sehr gut. Ja, und was soll ich da jetzt machen? Krieg ich da irgendwie Tipps oder was? Eine Danksagung. Wir wollten Ihnen nur danken. In London war es üblich, dass nur die Reichen ihre Kinder nicht zur Arbeit schickten. Aber diese neue Welt, für die Sie hier streiten, ist ein Lichtbild für uns alle. Dankeschön, aber es ist gerade irgendwie die Krankheiten hier. Kriegen wir die irgendwie bekämpft? Molly Paddy transportiert Rohstoffe. Oh Gott, in Behandlung. Die drei sind schon mal in Behandlung. Ja, das ist halt scheiße jetzt bei den minus 40 Grad. Was sollen wir machen, ne? Einer unserer Leute ist schwer krank. Diagnose Frostbeulen. Wenn die Leute weiter in derartiger Kälte arbeiten müssen, wird das nicht der letzte Fall. Wir müssen handeln. Das Gesetz zur radikalen Behandlung oder das Lehmgesetz in der Währung. Okay, wir wollen uns das Ganze mal anschauen. Es gibt also wieder eine Überlegung. Das war doch das, oder? Ich hoffe mal, zum Friedhof war es jetzt noch nicht so das, was wir brauchten. Bildung in der Schlüssel zur Zukunft. Bringen wir unsere Kinder die Heilung bei, damit sie sich um Kranke kümmern können. Okay. Oder Ingenieurslehrlinge. Bildung ist der Schlüssel zu unserer Zukunft. Bringen wir unseren Kindern... Achso, das oben ist ja immer das gleiche. Ja, sehr gut. Nach Erfüllung dieses Gesetzes... Okay. Kinder aus Kinderheimen helfen, Werkstätten beschleunigen die Forschung. Es tut mir leid, aber erstmal ist Gesundheit das Wichtigste. Den Kranken zu helfen, wird den Charakter der Kinder formen. Das ist doch eigentlich was Positives, hätte ich jetzt behauptet. Wenn die Kinder ein bisschen was dazulernen und ein bisschen was aufbauen für ihre Zukunft. So, wir haben jetzt gerade hier in der Küche haben wir Leute, die nichts arbeiten quasi. So, und ihr kommt jetzt gleich mal raus hier. Zwei verfügbare Leute. Was machen wir mit den zwei? Wir müssen die auf Kohle, eigentlich auf Kohle schicken. Max. So. Es tut mir leid, Leute. Ich weiß, es ist arschkalt draußen. Wir haben minus 40 Grad. Überlegt euch das mal. Minus 40 Grad. Stell dir vor, ihr hättet heute minus 40 Grad draußen. Bei minus 20 Grad geht jeder nur so mit 10 Lagen Winterklamotten raus. Das ist hier die Standardtemperatur, Leute. Seid froh, dass ihr nicht in dieser Welt lebt. Einer unserer Leute ist ernsthaft erkrankt. Wenn wir das Gesetz für radikale Behandlung unterwürden, werden die Schwerkranken in einer medizinischen Station behandelt. Sie können aber zu Amputationen werden. Alternativ können wir auch, uns auch dafür entscheiden, das Gesetz zur Verlängerung des Lebens zu unterzeichnen. Auf diese Weise werden sie am Leben gehalten, bis wir ein Krankenhaus errichten. Gesetzesbuch öffnen. Da, radikale Behandlung. Okay. Wir müssen noch ein bisschen warten, bis wir wieder ein Gesetz unterzeichnen können.
Aber sollen wir das machen? Es gibt einerseits die Möglichkeit, die Schwerkranken in unseren kleinen Einrichtungen zu behandeln. Kann aber eben dazu führen, dass bei dem was abortiert wird. Können wir dann später das Gesetz auch noch mal ändern? Können wir jetzt hier zum Beispiel hingehen und sagen, wir wollen das abwenden? Nee, können wir glaube ich nicht, ne? Alle so Schwerkranken zu heilen bis zur Amputation. Die Schwerkranken werden in Sanitäten behandelt. Die Hoffnung steigt leicht an. 3% der Sanitätsstationen behandeln Schwerkranke, werden zu Amputationen. Die Unzufriedenheit steigt leicht an. Oder das hier, die Schwerkranken werden in Sanitätsstationen am Leben gehalten, aber nicht behandelt. Die Hoffnung steigt leicht an, die Unzufriedenheit steigt leicht an. Die Schwerkranken werden nicht behandelt und bleiben ohne Bürde. Die Schwerkranken werden in Sanitätsstationen. Okay, Moment, wenn wir jetzt das mal realistisch sehen, müssen wir mal kurz hier schauen. Ein Krankenhaus. Baracke, Haus, Krankenhaus. Da. Dafür müssen wir erstmal den ganzen Scheiß hier entwickeln. Dann müssen wir den ganzen Scheiß entwickeln, bis wir überhaupt ein Krankenhaus bauen können. So lange werden alle Leute, und wir haben 4 Schwerkranke, werden die ganze Zeit dort gelagert. Das heißt, wir hätten nur noch, soweit ich das sehe, ein Bett frei für Leute, die nicht schwer krank sind. Das heißt, so leid es mir tut, aber wir müssen damit leben, dass wir dann bald ein paar Leute vielleicht ohne Arme oder Beine oder was weiß ich haben. Aber wir haben keine andere Wahl. Wir müssen versuchen, die armen Leute zu heilen. Wir haben keine andere Wahl. Wir können ja später immer noch das Krankenhaus bauen, aber solange wir das Krankenhaus nicht haben, müssen wir die Leute behandeln. Wir können nichts anderes machen. Ansonsten haben wir später 10 so eine Krankenstation rumstehen und keine Arbeiter mehr. Also wir warten, bis wir hier wieder ein Gesetz beschließen können. Und dann wird die ganze Geschichte in unseren kleinen Krankenflügeln behandelt. Das ist alles, was wir machen können. So, wir müssen hier natürlich noch warten, bis die ganze Sache hier jetzt endlich fertig fertig entwickelt ist, aber wir haben jetzt gerade wieder erstmal Zeit für unsere Jäger. Also wir haben 20 Jäger am Start. Das heißt, wir bekommen hier 13,3, da auch 13,3. Ist doch auf jeden Fall ein ganz guter Anfang, um wieder ein bisschen Nahrung reinzubekommen. Essensrationen haben wir erstmal einige. Das ist soweit gerade nicht das Problem. Das heißt, Essen haben wir, Trinken haben wir, Holz und Dingens. Wie viel kostet die ganze Kacke hier? So, damit könnten wir durchstarten. Bauen. Bitte. Haben wir jetzt Leute, die das bauen können? Oder müssen wir irgendwo welche von der Arbeit abziehen? Aber es scheint so, als ob es Menschen gibt, die jetzt gerade bauen können. Sehr gut. So mag ich meine Bewohner. Ich hoffe bloß, es wird bald wieder endlich. Ich hoffe, es wird bald wieder ein bisschen wärmer, dass wir wieder bei den minus 20 Grad anstatt den minus 40 Grad sind. Sonst wird das hier echt schwierig. Wir sind jetzt in der dritten Folge. Wir sind nicht kurz davor zu krepieren, sage ich mal, aber wir müssen uns gerade echt ernsthaft Gedanken machen um Schwerkranke und das gefällt mir nicht so gut. Aber wir haben ja keine andere Wahl. Was brauchten wir? Wofür brauchten wir noch Stahl? Sammelstelle, Gesundheit. Wir müssen bald das Kohle. Wie viel haben wir noch von der Kohle? 205, 400. Okay, wir haben noch ein paar Kohlevorkommen, das passt. Okay, da brauchen wir uns jetzt gerade zum Glück noch keine Sorgen machen.
So, Signalstation gebaut. Wir sind nicht länger verschollen oder blind. Von nun an können unsere Leute die eisige Ödnis untersuchen, die uns umgibt. Mit Animation. Sehr schön. Da zieht der Ballon los. Bin mal gespannt, ob wir Arbeiter bekommen oder wie das Ganze sich jetzt auswirken wird. Ach du heilige Scheiße. Alter Schwede, okay. Wir haben nochmal eine neue Einheit einzusetzen. Alles klar. Sternwarte. Vermisste Expedition. So, da. Schicke Speer hierher, um mehr über diesen Ort zu erfahren. Kann sich bewegen. So ein Ausmal. Wie kann ich denn da jetzt eine Einheit loszuschicken? Da. Neue Sperrteam erstellen. Es müssen mindestens 5 Einwohner verfügbar sein. Nicht genug Holz. Ach du meine Güte, 5 Arbeiter, 40 Holz. Okay. Sollten wir auf jeden Fall dran arbeiten. Ist jetzt gerade aber zum Glück nicht unser größtes Problem. Was haben wir hier jetzt Schönes? Die Leute jubeln, als der große Beobachtungsballon in die Höhe steigt. Es ist eine große Leistung und alle sind stolz auf die Arbeit, die sie dazu beigetragen haben. Eine Reihe von Freiwilligen brennt darauf, im Frostland nach unseren vermissten Leuten zu suchen. Die Frau, die sich bei uns gemeldet hatte, ist auch dabei. Wir brauchten einen Erfolg. So. Es wird Zeit, dass wir... Achtung, heilige Scheiße. Okay, wir brauchen dringend noch eine Krankenstation. Wir haben aber nicht genug Holz, oder? Nein, wir brauchen 25 Holz. Eieieiei. Es ist echt kompliziert geworden inzwischen. Ich bin froh, wenn wir dann irgendwie so eine erstmal recht unverwüstliche Stadt, sag ich mal, geschaffen haben. Ich fürchte aber, bis zu diesem Zeitpunkt wird es noch ein wenig dauern. Was haben wir denn jetzt hier? Da sind nur... Es ist 4 Uhr morgens, okay. Die Jäger kommen bald wieder von der Arbeit. Oh Mann, ey, wir müssen hier unbedingt was machen. Wir müssen hier unbedingt was machen. Wir müssen da auf jeden Fall was machen. Gehen wir an die Arbeit. Wir können jetzt nicht nachlassen. Immerhin sind wir noch am Leben. Nicht alle hatten so viel Glück. Das stimmt wohl. Wir sind hier in der letzten funktionierenden Stadt. Wir haben für jeden zumindest eine Unterkunft. Wir haben nicht allzu viele Probleme momentan. Außer ein bisschen Krankheitsprobleme, ein bisschen Kühlprobleme. Weiß nicht, haben wir da irgendwie... Wieso ist das jetzt als einziges so richtig dick geheizt, aber die anderen nicht? Okay, wir sehen schon, ein paar Gebäude sind schon noch ein bisschen wärmer. Oh Gott. Okay, wir brauchen also dringend mehr Wärme bei uns in der Stadt. Wir brauchen mehr Kohle. Wir brauchen mehr Arbeiter. Haben wir irgendwo die Möglichkeit, gerade Leute abzuziehen, dass wir sagen können, okay, Leute, hier... Wenn wir jetzt hier mal kurz machen, keine... Ich meine, die waren jetzt auf Jagd. Keine. Und wenn die jetzt mal eben hier noch an die
Kohle gehen. Zack. Heizkörper falsch. Benutze Heizkörper. Blablabla. Warte. Aber jetzt kurz hier, wir dürfen nicht leer laufen hier. Wir müssen natürlich gleich neue Sachen erforschen. Schnelleres Sammeln. Moment, das klingt gut. Wir sammeln schneller Kohle und all so ein Zeug. Da sind wir dabei. Da sehe ich uns. Ich weiß es euch nicht sagen, aber ja. Gut, bevor wir jetzt weitermachen, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin, Leute. Haut rein und ciao.